RSX, ja, von Hymer, eine spezielle Version von Palmowski. Und wir stehen jetzt hier gerade, er ist so ein bisschen in Camouflage, also in bestimmten Ländern würde ich damit nicht einreisen, aber er sieht unglaublich scharf aus, ja. Ich zeige es mal gerade. Er ist frisch reingekommen, er steht noch nicht auf der Webseite. Der Julian hat ihn also komplett konfiguriert und fertig gemacht, ja. Ich grüße dich, Jennifer. Alles Sven. Ja, geht's dir gut? Mir geht's super. Wie geht's dir? Ich filme mittlerweile Video Nummer 4 mit dir. Du bist langsam warm geworden. Ja, es wird so langsam. Ja, hier ist Patricia. Das ist ja jetzt mal ein richtig tolles Auto und man sieht auch schon mal direkt ein Detail. Es hat Querbetten und man kann in den Querbetten richtig toll drin schlafen, weil man Ausbuchtungen drin hat, die nämlich dafür sorgen, dass auch lange Personen da Platz finden und das Ganze sieht toll aus. Ja, ihr habt doch darauf spezialisiert, die Fahrzeuge ein bisschen zu pimpen, nenne ich es mal. Du nennst es anders, wie heißt es bei euch? Wir Individualisieren. individualisieren die Fahrzeuge, einfach damit es auffällt und es halt einfach nicht Standard und Serie gehalten ist, ne? Ich zeige mal gerade was. Wenn ich jetzt ein bisschen hier runtergehe und du mal gerade auf die Kamera guckst, sieht das nicht cool aus? Sieht mega gut aus. Ja, Mercedes-Benz hat der Wohnmobilindustrie, zumindest bei Hymer, einen echten, ich sag mal, Fortschritt gegeben, denn nichts gegen Fiat Ducato und so, aber ab einer gewissen Preisklasse möchten die Leute nicht mit dem Auto fahren, mit dem praktisch jede weiße Ware fährt, oder? Nein, da muss schon der Stern vorne dran sein. Also ich liebe ja, also nichts gegen Fiat Ducato, Citroën und so weiter und so fort, aber wenn man da gleich mal reingeht und wenn man sich damit natürlich auf den Platz stellt, dann ist man schon der King, aber da steht eine zwei- und sechsstellig ganz vorne, gell? Auf jeden Fall. Ja, Individualisierung, das große Thema bei euch. Ihr habt es foliert? Es ist genau, es ist eine Vollfolierung. Diesmal ein bisschen anderes Design. In der Regel arbeiten wir mit einer einfarbigen Vollfolierung. Hier haben wir jetzt dieses Camouflage-Muster mit eingebracht, was natürlich jetzt auch nochmal so die Blicke auf sich zieht. Das Coole ist, die Jungs können folieren. Also ich habe ja ganz viele Folierungsvideos gemacht, das weißt du noch nicht. Aber das ist wirklich perfekt foliert. Und die Folienhersteller, die lassen sich ja immer wieder was Neues einfallen. Das ist eine High-End-Folie. Der Vorteil ist auch, es macht das Fahrzeug unglaublich robust gegen kleine Mikrokratzer. Also die gibt es ja quasi gar nicht. Die sind auf der Folie. Genau, die gibt es nicht. Das heißt, wenn man irgendwann die Folie nicht mehr sehen kann, weil man sich dran satt gesehen hat, reißt man die Folie ab und hat dort drunter ein neuwertiges Fahrzeug. Ohne Steinschläge, ohne Kratzer. Genau, der kam gerade erst rein. Das heißt, also ihr habt das Fahrzeug wirklich frisch produziert. Die werden von euch modifiziert und der Kunde kann seine Wünsche sogar selbst mit einfließen lassen. Das ist richtig. Wir nehmen da schon auf die Kundenwünsche, gehen wir sehr drauf ein. Wir sagen immer, bei uns ist nichts unmöglich. Wenn es technisch dafür ausgelegt ist, dann kriegen wir das auch hin. Ja, wenn man so an Palmo denkt und ist auf dem Salon, auf dem Caravan-Salon, da wart ihr ja jetzt mit einer günstigen Einstiegsmarke, dann kann man sich ja gar nicht vorstellen, dass ihr solche High-End-Schiffe auch produzieren könnt. Ihr seid unglaublich versatil. Das heißt, also ihr könnt euch anpassen. Wir können uns anpassen, definitiv. Es ist natürlich schade gewesen, dass wir jetzt in Düsseldorf nicht dabei waren. Ich wäre persönlich gerne dabei gewesen, weil es meine erste Messe gewesen wäre. Aber nun gut, Corona können wir nichts gegen machen, müssen wir so hinnehmen. Ja, sonst hätten wir uns aber gar nicht kennengelernt heute. So ist es ja. Patricia, sie macht das gut mit den Videos? Sie macht das wirklich super. Also dafür, dass du am Anfang überhaupt nicht vor die Kamera wolltest, jetzt ist sie schon richtig eingefahren, blendet wahrscheinlich auch schon die Kamera aus. Also die Jenny, die macht das super. Ja, ist nämlich ganz wichtig. Wir können nämlich hier im Prinzip die Autos so vorstellen, wie man es ja gar nicht machen kann, wenn man eine Einzelberatung macht. Ja, denn der Kunde kann sich jedes Auto ganz intensiv angucken. Ich glaube, das hat einen riesen Vorteil, oder? Er kann Standbild machen, kann sich zum Beispiel diesen tollen Blinker hier angucken. So, oder er kann sich das Lichtsystem anschauen und das mit den technischen Daten nochmal abgleichen. Das Ganze ist natürlich voll LED, wie das bei Mercedes-Benz heute Standard ist. Ihr habt den Kühlergrill, der ist jetzt glänzend schwarz. Genau, wir haben hier vorne ein ganz anderes Bodykit dran, das heißt eine ganz andere Front. Das ist nicht zur Serie. Auch das wieder sehr individuell gehalten. Der Mercedes-Benz-Stern vorne, auch der hat nochmal eine andere Farbe. Der ist ab Werk in der Regel, wie man es kennt, verchromt. Hier haben wir jetzt versucht, eine Farbe zu finden, die zur Folierung passt. Ja, und auch der Kühlergrillrahmen in Schwarz-Hochglanz gehalten.
unglaublich sexy. Es sieht gar nicht aus wie selbstgemacht. Also ich sag mal, da sind Fachleute am Werk. Ihr habt ganz viele Künstler, mit denen ihr schon lange zusammenarbeitet. Genau. Wir haben unseren festen Folierer, der viel mit uns zusammenarbeitet. Und auch Lederausstattung, wie wir das gleich sehen werden, ist auch diesmal ein bisschen ausgefallener, nicht so eintönig. Aber wir können gerne gleich mal einen Blick reinschauen. Ja, vorne die Lampen, die sind komplett integriert. Das sieht so aus, also wenn es hier wirklich mal dunkel ist und man ist ja vielleicht mit so einem 4x4 Offroad-Fahrzeug ja dann auch mal wirklich unterwegs irgendwo und steht mal frei, wo es denn noch geht, muss man sagen, dann hat man richtig Licht. Dann hat man richtig Licht. Also die geben schon einiges an Helligkeit ab. Ich könnte alleine hier eine Stunde mit der Kamera einfach mal drum rumfahren, wie ja schön ist. Ja, das Basisfahrzeug, ich glaube mit der höchsten Motorisierung, die geht, oder? Genau, 190 PS ab Werk und durch uns nochmal eine Leistungssteigerung draufgespielt auf 240 PS. Ja, das Fahrwerk ist auch, ich sag mal, speziell und ihr habt was ganz Besonderes, Stage 2, was heißt das? Irgendwas, was der Kollege gesagt hat, wird gleich mal zu uns kommen und das nochmal sagen. Wir schreiben es in die technischen Daten mit rein. Wir kriegen nämlich noch ein Datenblatt über das Basisfahrzeug, was wir mit einblenden. Kleines Detail, Carbonspiegel. Richtig schick. Die sind echt, gell? Die Carbonspiegel. Ja. Die sind schön. Die sind auch cool gemacht. Also es ist wirklich von der Optik her ein tolles Fahrzeug. Auch die Folierung, die Ausführung der Folierung, wer sich ein bisschen auskennt, so Schweller zu folieren, das war viel Arbeit. Ja? Das war viel Arbeit. Die Kollegen haben da auch wirklich ein paar Tage dran gesessen, damit das perfekt wird. Das lohnt sich. Übergang, ne? Ja. Auch der Übergang, man sieht hier, man hat hier die Tür, hier geht's weiter. Es ist alles ein nahtloser Übergang, es ist perfekt geworden. Wie aus einem Guss quasi. Ja, besonders stark ist die Einstiegsstufe, die braucht man nämlich bei der Höhe schon mal. Mhm. Und eine kleine Applikation, die seitliche Leiter. Natürlich pulverbeschichtet in, guck mal hier vorne. Da ist so Sandpapier drauf, dass man nicht abrutscht. Du warst noch nicht oben, oder? Ich war noch nicht oben, nein. Ich verlange auch nicht, dass du jetzt hochkletterst. Das wäre auch zu viel verlangt, weil ich habe panische Höhenangst. Ach, echt? Ja. Ich will da hoch. Du willst da hoch? Mach mal. Geh mal hoch. Gut, dass wir sie dabei haben, oder? Eine, die sich traut. Und? Wie ist die Luft da oben? Sau cool. Ja, höher, geh mal höher. Wenn du da runterfällst, ja, das... Ich kann mich jetzt nicht draufsetzen, weil es nass ist, aber... Ist nass, gell? Ja. Aber es geht, oder? Warte mal, ich zeig dich mal gerade von der anderen Seite, weil sonst ist der Popo so viel im Bild. Das ist schon sehr hoch, das heißt, da könnte ich jetzt natürlich, was können wir zum Beispiel machen? Man könnte einen Dachgepäckträger noch drauf machen oder was draufpacken? Das kommt immer ganz drauf an. Wenn wir jetzt Solarpaneele oben drauf haben und die vollautomatische Sattantenne, dann wird es mit einem Dachgepäckträger bzw. mit so einer Dachbox wird schwierig. Man muss halt einfach gucken. Das ist auch wieder da, was der Kunde wünscht, kann man natürlich verbauen, solange der Platz reicht und das technisch dafür ausgelegt ist. Ja, du darfst nochmal runterkommen. Schade. Ist aber einfach hochzugehen? Ja. So, jetzt ist er kurz auf die Schnürsenkel getreten. Nicht so schlimm. Auch das ist eine Übungssache. Interessant auch, hat die Leiter natürlich so eingesetzt, dass die Klotür noch aufgeht. Ja, ganz wichtig. Ja, dann habt ihr hier eine Truma Dieselheizung mit drin. Im Kastenwagensegment, glaube ich, das Nonplusultra. Ich sag mal, den Gasverbrauch, wenn überhaupt, noch beschränken aufs Kochen. Das ist der Vorteil. Und habe so viel Diesel, wie ich will. Ah, wie schön. Guck mal hier. Die Delta-Felgen. Ja. Du bist aus dem Automobilbereich, aber die passen wirklich gut zum Auto. Die passen sehr gut zum Auto. Wie man sieht, war der auch schon... In der Wildnis sah ich jetzt mal unterwegs im Schlamm, alles relativ dreckig noch. Deswegen ist er auch noch nass, weil wir ihn eben gerade einmal von außen gewaschen haben. Feinschliff wird aber noch kommen. Ja, und dann werden auch wetten, die Felgen wieder sauber. Ich kann euch wetten, dass der Julian extra den mal durch den Matsch gefahren hat, damit die Reifen nämlich mal ein bisschen dreckig werden. Das passt nämlich zu dem Auto. Unterbodenschutz ist ab Serie. Aber möglich. Das heißt, unter Bodenschutz kann nachgerüstet werden, kann mit allen nur erdenklichen Sachen, wie man das gerne hätte. Macht auch Sinn, wahrscheinlich dann nochmal, wenn man möchte, unter Bodenschutz zu investieren. Ansonsten kommt da schon relativ viel ab Werk bei Mercedes-Benz. Genau, unter Bodenschutz kann man vorne für die Vorderachse einmal nachrüsten lassen und fürs Verteilergetriebe. Ne, ist nicht ab Werk, wird bei uns im Haus gemacht.
So, wenn man das denn möchte. Am besten direkt von Anfang an. Hohlraumversiegelung unter Bodenschutz, aber die haben eh schon super viel. Ich glaube, beim 4x4 ist schon... Die haben schon viel Bodenfreiheit. Um da nochmal, wie gesagt, sicher gehen zu wollen, kann man da den Unterbodenschutz mit nachverbauen lassen. Ist aber nicht zwingend notwendig. So, auch von hinten. Ich glaube, damit machen wir Aufsehen. Definitiv. Nix für Leute, die, ich sag mal so, im Wild stehen ist er gut, man kann ihn kaum erkennen, aber für einen Campingplatz ist er nicht so gut, macht dauernd Besuch. Das macht dauernd Besuch, definitiv. Auch wenn wir gleich einmal reingehen, man wird das im Innenraum, wird sich das nochmal widerspiegeln. Das, was wir jetzt hier außen sehen, ist innen ebenfalls sehr gut vertreten. Allrad, guck mal. Allrad. Ja. Cool, ich guck mal gerade. Der ist ja noch recht neu, was wir hier vorne an Untervorhangschutz schon drin haben. Auch das kann nachgerüstet werden, wenn man das möchte. Also im Moment ist das Fahrzeug quasi ein Schlechtwegefahrzeug, ein perfektes Schlechtwegefahrzeug. Man kann ihn aber auch von unten unter Fahrschutz einfach nur sagen, was man will, oder? Genau, einfach Bescheid geben und wir verbauen. Cool. So, zeigen wir mal ein kleines Detail. Wenn du mal gerade die Tür aufmachst, bitte hier, die Fahrertür. Fernbedienung ist dabei. Die Trittstufe, die hier automatisch ausfährt. Auch genau. Das ist wieder in der Nachrüstung, dass wir das ab Werk, gibt es das so nicht. Mach nochmal zu, bitte. Ist ja süß, oder? Ja. Nochmal auf. Das haben wir auf der anderen Seite auch gleich einmal. Okay. Macht doch Sinn, oder? Das heißt, du bist relativ hoch. Ja, war das mit dem Leder, das habt ihr gemacht, oder? Das haben auch wir gemacht. Das ist alles durch uns entworfen worden. Das Design, die Steppung. Die Nähte in Kombination mit dem Carbon-Lenkrad, mit den Carbon-Anbauteilen. Aber ist das denn den Leuten so bekannt, dass er so ganz tolle Individualisierung macht? Mittlerweile ist es schon weit bekannt, ja, aber es gibt noch den einen oder anderen, der da, sag ich mal, ganz neu auf uns trifft. Der das jetzt mal sieht, vielleicht das erste Mal, denn allein die Lederarbeiten, die hier gemacht sind, das sieht aus wie im Bentley, im Luxusmodell. Patricia, wenn du mal so lieb bist, ich wollte gerade sagen, Sabrina, fahr mal kurz mit der Hand mal drüber. Ich will mal die Haptik und beschreib mal, was du fühlst. Es fühlt sich an wie Leder. Es riecht nach Leder? Es riecht nach Leder und es sieht halt richtig, richtig schick aus. Edel. Mhm. Hier oben Alcantara, oder? Alcantara, genau. Ja. Das haben wir auch am Dachhimmel alles verbaut. Was man extrem gut reinigen kann. Nee, ist wirklich so. Also mein Sohn, was der alles schon auf meinem Alcantara gelassen hat, ja. Dann habt ihr Carbon, wo das Auge hinguckt. Also das ist, ich glaube, dass wenn jemand, das ist echtes Carbon, richtig? Das ist echt mit Carbon überzogen. Es waren vorher Plastikanbauteile. Wäre jetzt in Kombination mit der Lederausstattung jetzt nicht so rübergekommen. Deswegen haben wir das nochmal mit Carbon beschichten lassen. Ja, schafft auch in Verbindung mit dem Braun einen ganz modernen Look, also gar nicht altbacken, ganz im Gegenteil. Das Carbon macht's, oder? So ein bisschen. Das macht's. Das aber echt, wenn man das jetzt so sieht, ist es nicht ein Fake-Aufdruck? Nein. Auch das Lenkrad hier oben und unten, auch mit Carbon gehalten. Kinder. Das ist echt schick. So, allein hier unten. Ich muss das auf Englisch übersetzen, das Fahrzeug. Da flippen die Amerikaner wieder vollkommen aus und die... Dann hier vorne habt ihr das M-Bug-System, das M-Bugs habt ihr mit Carbon. Der hat ein Full-Option-Dashboard, das heißt, auch das ganze Dashboard vorne ist mit Leder überzogen, reinste Handarbeit, wäre ab Werk jetzt schwarzes Plastik, anthrazitfarbenes Plastik gewesen. So, genau, gleich mal rein. Ich zeig mal so kleine Details, wie ihr unten, da habt ihr auch was, ich kann mir nicht vorstellen, dass das ab Werk ist. Es ist auch nicht ab Werk, es ist auch nochmal ein bisschen veredelt worden. Palmowski Exclusive steht drauf. Das habt ihr denn wie auch immer eingelasert oder keine Ahnung. Dann, wie cool das hier gemacht ist mit den Sitzen. Die guten Agouti-Sitze. Jetzt gucke ich mal ganz kurz mit den Nähten. Ist schon perfekt, oder? Ja. Gut, der Julian wusste, dass ich komme, aber er hatte nur 3 Tage Zeit. Ja. Der Himmel, wir müssen rein. Wir müssen definitiv. Wir müssen rein. Das musst du sehen.
Oder hast du schon gesehen? Hier vorne zeige ich mal gerade ein kleines Detail, bevor was. Ich habe es ja eben schon erwähnt, das ist ein Querbett wahrscheinlich. Mhm, genau, mit den Auskerbungen an der Seite, da einfach, um noch mal ein bisschen Platz mehr zu haben. Sieht aber total cool aus, die Auskerbung, als wäre das irgendwie so ein Ram oder so irgendwas mit drin. So, jetzt haben wir zwei Möglichkeiten. Wir gehen erstmal rein. Ich denke, wir gehen erstmal rein und dann machen wir hinten mal die Tür auf, weil das macht sonst alles kaputt. Guck mal hier, so ein kleines Detail. Da ist so ein Lufteinlass, der ist natürlich nur aus optischen Gründen, aber der ist auch nicht so ab Werk. Und jetzt kommt's. Boah, die Trittschuhe, bitte nochmal zu, du musst nochmal zumachen. Denn diese Tür wird automatisch zugezogen. Ein bisschen fester. Hat's gemacht. Und genau, wenn du nochmal zumachst, dann zeige ich mal gerade, die wird auch beigezogen. Deswegen kann man sie extrem leicht, genau. Schließen, muss eh gleich nochmal aufmachen. Upp. Und jetzt noch einmal die Trittstufe. Das ist so cool. Ja, und hier ist das riesige Fliegengitter. Wenn wir das zunächst mal schließen, sag mal so lieb, mach mal zu, Patricia, das Fliegengitter. Denn wenn ich in der Wildnis stehe, dann kann ich mich jetzt hier hinsetzen und kann einfach auf den See gucken und habe es komplett geschlossen. Krass. Ja, mach nochmal auf, bitte. Auch der ist nagelneu, gell? Auch der ist nagelneu. Genau, Julian hat hier noch einmal Test gefahren. Hier vorne sieht man direkt die Küche. Ja, du hast es schon erzählt, das führt sich im Innenraum weiter. Ja. Folierung im Innenraum, Leder. Gut, auch hier haben wir wieder den serienmäßigen Boden drin, serienmäßige Einrichtung von den Dekoren. Himmel zum Beispiel ist jetzt einmal indirekt beleuchtet. So ein kleiner Sternhimmel, den haben wir da einbauen lassen, mit Alcantara überzogen. Warte, ich zeige das mal. Moment, sieht man es noch nicht. Genau, wenn du mal kurz hochgehst, ich zeige mal gerade deine Beine. Das ist relativ einfach, geht, oder? Angenehm. So, komme ich mal mit rein. Denn der Sternenhimmel, das ist ein richtiger Sternenhimmel drin. Das heißt, wenn ich das Hauptlicht ausmache, dann sehe ich die Sterne. Genau. Ist da auch ein Sternbild mit drin? Nicht, dass ich wüsste. Das war Spaß. Guck mal, der große Wagen. Das Alcantara macht es schon her, oder? Ja. Boah, ist der schön. Also es ist ja selten, dass ich da mal sage, das ist schon so ein richtig tolles Auto. Man kennt ja so diese, ich sag mal, Sprinter gibt es ja auch so als Nobelfahrzeuge zum Abholen von VIPs vom Flughafen. Und an das erinnert mich das so ein kleines bisschen. Also so ein VIP-Auto, oder? Aber es ist ja eigentlich ein Offroad 4x4. Es ist eigentlich ein Offroad, aber es ist trotzdem was Besonderes, ne? Alleine durch das Design. Das macht viel her. Ja, du kommst ja jetzt von zwei sportlichen Marken aus deutscher Produktion, eins mit drei Buchstaben und eins mit Ringen. Ja. Und das kann ja locker mal, also ich sag mal, der Kundschaft kann das schon gut gefallen, so im High-End-Bereich, oder? Ja, also es ist ein total klasse Fahrzeug und wie gesagt, es zieht viele Blicke auf sich. Was sind das für Kunden, die das kaufen? Ist jedermann? Jedermann, also sowohl als auch, wie haben wir wieder die Kunden jung bis alt. Es ist alles dabei. Das Dashboard zu beziehen, da muss man erstmal auf die Idee kommen beim Sprint, oder? Mhm. Hier oben, das ist auch jetzt in Schwarz Hochglanz. Genau. Ist das so Serie? Nein, das ist auch abgebaut worden und lackiert worden. Auch wie gesagt, hier die Umrahmung von dem M-Box, wie du schon sagtest. Die Getränke, die Cupholder. Auch die sind lackiert worden. Eigentlich ist das komplette Dashboard vorne komplett überarbeitet worden. Da ist eigentlich nichts mehr Serie. Außer halt die Technik und die Anordnung. Aber vom rein optischen gesehen ist das alles individuell. Selbst die Sitze nicht mehr, muss man Selbst sagen. Selbst die Sitze nicht mehr. Ja. Die Sattlerei, die hat ja eigentlich nur noch für euch zu tun, ne? Sowohl als auch. Natürlich kriegen die viel von uns, aber die haben natürlich auch andere Kundschaft noch, ne? Ach, die machen das schon echt gut. Die machen das sehr gut. Die machen das wirklich sehr, sehr gut. Die sehen fast aus, als wären sie innen belüftet. Aber guck mal, der hat hier unten zweimal plus minus. Haben die Innenbelüftung? Weißt du das?
Das weiß ich nicht. Ich meine, das ist nur für die Lordosenstütze. Ja. Und der andere Knopf ist für die Sitzheizung. Ich weiß jetzt nicht, ob der noch separat eine Sitzbelüftung eingebaut hat. Ja, das wahrscheinlich auch das kann man erwähnen. Dann findet ihr eine Lösung. So aber ist es ja bei Palmowski. Es ist machbar. Also okay. Wir können es einbauen. Okay. Es ist machbar. Ja, auch die Sitze kann man wahrscheinlich ultra leicht drehen. Cool ist auch der Wohnraumteppich. Da habt ihr einen eigenen Teppich kreiert, der genau hier natürlich reinpasst. Genau, der ins Farbschema reinpasst. Und, den man rausholen kann, wenn da mal ein Hund hier vorne liegt oder so, kann ich komplett reinigen, ausschütteln. Damit den helle Teppich darunter nicht schmutzig wird. Aber cool ist auch, wie ihr habt die Tür sogar beledert. Mhm. Das ist, passt auch extrem gut ins Bild, ins Gesamtbild. Und ihr habt sogar den Rahmen von der Tür habt ihr mit Alcantara bezogen. Ja. Mit alles optisch zusammenspielt, vom Farbschema her. Sag mal, das ist ja nicht gebaut für einen Scheich von Dubai, oder? Das ist ja das kann ein ganz normaler Mensch hier kaufen. Das kann ein ganz normaler Mensch hier kaufen. Wir haben öfter mal solche Projekte am Laufen, einfach um dem Kunden zu zeigen, was geht. Mhm. Ja, hier geht viel. Das heißt, das macht schon viel aus. Also mit den Sitzen, die jetzt hier hinten drin sind, das ist ein unglaublich edler Effekt. Das ist wahrscheinlich so ein Faible von euch, dass ihr so Designer holt und sagt, macht mal was richtig Geiles draus. Das ist aber wahrscheinlich für die ist das ein Traum. Das heißt, die können sich da so richtig ausleben. Also viel wird bei uns aus eigenen Ideen kreiert. Es ist jetzt nicht so, dass wir das abgeben in fremde Hände. Ja. Die Ideen entstehen hier im Haus, werden weitergeleitet und wir haben natürlich da unsere Spezialisten, die uns zur Seite stehen und uns vielleicht noch beraten in der einen oder anderen Hinsicht. Aber Grundidee entsteht hier bei Palmowski. Verstanden. Auch da muss man ja relativ zielsicher sein, das heißt, was so Farben angeht und gerade so das Beige mit dem Braun, da kann man auch viel falsch machen, aber ihr habt ja alles richtig gemacht. Ja, wir achten halt immer darauf, dass es hier mit dem Dekor, was wir halt nicht ändern können, was ab Werk kommt, dass es, dass die Farben da miteinander harmonieren. Ist aber auch das, was viele Menschen gerne hätten. Die wollen immer noch was Räumliches haben, was Schönes, also nicht so ganz so steril, das da ist. Und das Holz in Verbindung mit diesen neuen Effekten, dem Carbon, das sieht wirklich gut aus. Das hier habe ich auch schon mal gesehen, komplett in Weiß. Also das wirkt dann, ich sag mal, schon fast steril dagegen. Genau, wenn du das Licht nochmal kurz anmachst, sei mal so lieb. Wahrscheinlich hat es automatisch... Ich glaube, wir haben den nicht am Strom angeschaltet. Da ist es wieder und jetzt geht's. So, ja, Küche. Ganz wichtig, auch wenn ich unterwegs bin, nicht rappeln, nicht klappern, 4x4. Hümer macht das gut? Hümer macht das gut. Wir haben überall dieses Drucksystem, wo die Schränke dann nochmal verriegeln. Genau. Und ist auch nichts. So, das Ganze wird dann noch... quasi hier auch bei den Schubladen. Mhm. Die sind dann nochmal separat, wenn man den einklickt, verriegelt. So, ihr habt sogar zwei Schubladen drin, ganz modern, wie im heutigen Möbelbau. Wenn du nochmal kurz aufmachst, so ein kleines Detail. Denn da drüber ist die Schublade für Besteck. Guck mal, da ist noch eine drin. Schau mal. Nee, etwas tiefer. Die kannst du rausziehen und da ist das Besteck drin. Das kennt man aus ganz modernen Küchen. Die haben so Doppelschubladen mit drin. Das ist ja sowieso der Trend, dass Schubladen breit sind im Moment, gell? Hat viele Töpfe. Mach mal unten auf, bitte, Patricia. Auch hier für Töpfe geeignet. Bis 15 Kilo ausgelegt, die Schubladen. Hm. Also genug Stauraum. Das ist ja immer noch ein Kastenwagen, allerdings für rund 200.000 Euro. Aber es ist jeden Cent wert. Das wäre auch ein Showcar natürlich für eine Firma ganz toll. So auf Ausstellungen oder sowas. Ja. Habt ihr da Anfragen schon mal? So als mobiles Büro? Ich denke schon. Ich kann da jetzt zu 100% nichts zu sagen, weil das hauptsächlich bei dem Herrn Baltrusch alles eingeht. Mhm. Also ich kriege das nur so am Rande mit. Großes Interesse an solchen Fahrzeugen ist allerdings da. Julian hat sich das so ein bisschen zum Faible gemacht, so spezielle Ausbauten zu machen? Genau, das ist so sein Ding. Der lebt dafür und der setzt die Ideen, die er hat, noch immer weitestgehend sehr gut um. Thema Fahrzeugbau, wenn ihr also jetzt entsprechende Modifikationen, Fahrwerk und so weiter macht, auch da habt ihr Partner? Auch da haben wir Partner. Mhm. Zeig mal das Bad. Achso, der Spiegel, ja. Wenn du schon im Wald stehst, dann musst du dich auch mal komplett sehen. Das ist so. Aber damit kann ich ja locker vor der Oper auch parken, oder? Allerdings. Wenn ich es nicht ganz so martialisch haben möchte, es geht auch dezenter. Zum Beispiel matt-schwarz.
Es geht auch dezenter, ja, aber auch, ich sag mal, ein foliertes Wohnmobil sorgt schon für Blickfänger. Egal ob dezent oder nicht dezent. So, und die Toilette. Ja, das ist ja quasi mehr oder weniger Serie, das Bad, wie wir das kennen aus dem... Duschwanne mit dabei, oben kann ich zumachen. Der ist ja süß, der Himmel hier. Also er kommt, komm mit der Kamera, ich mach mal gerade das Licht aus mit der Kamera. Da kann man es ein bisschen besser sehen. Das sind winzige kleine... Ja, mach mal aus bitte. Süß, oder? Ja. Wenn du so Kinder hast. Ich glaube, das sind auch so Kleinigkeiten, die es ausmachen, oder? Definitiv. So, bitte nochmal Licht an, denn wir zeigen einmal kurz den Kühlschrank. Leute wollen ja immer wissen, auch hier habe ich so ein kleines Rail-System mit drin. Hier vorne habe ich dann einen ausreichenden Kühlschrank. Ich meine, wir sind im Kastenwagen. Genau. Der ist noch nicht ganz fertig, muss man sagen. Der ist noch nicht ganz fertig. Das eine oder andere muss dann noch ein bisschen nachgerüstet werden. So ist es. Das heißt, ihr testet ja viele Autos vorher, bevor die rausgehen? Genau, es wird alles getestet auf Herz und Nieren, damit die Kunden auch wirklich zufrieden sind, weil man redet hier natürlich von einer großen Anschaffung und jeder Menge Geld, die dahinter sitzt. Was ja auch wirklich sehr ernst nimmt. Das heißt, wenn jemand so viel Geld investiert, dann soll er auch ein perfektes Auto kriegen. Ein perfektes Auto bekommen. So, wenn du dich mal kurz drauflegst, dann gehen wir mal raus und zeigen mal die Kollegin, wie schön gemütlich man es haben kann. Denn man kann mit dem Auto richtig schön viel transportieren, wenn man denn möchte. Könnt zum Beispiel mal zum Möbelhaus fahren. Denn ich habe gehört, auch Leute, die so viel Geld ausgeben, die kaufen auch mal selber was. Das ist so. Und ja, Patricia hat viel Platz. Ja, sehr, sehr viel Platz. Man hat hier auch noch mal extra LED bzw. Lichtleuchten, die man einschalten kann, gerade wenn man abends noch ein bisschen Licht braucht. Ja. Und man hat hier auch super viele Schränke und dieses Fenster ist ja total süß. So, hier vorne ist eine Folie drauf. Du darfst mal deine Beine drauflegen. Okay. Folie ist ja drauf und da sieht man schon diese Ausbuchtungen, die an der Seite sind, die es groß machen. Genau, für Kopf und Füße geeignet. Und? Ja, sehr gemütlich, lässt sich ausbauen. So sieht es aus. Und das ist so diese Durchreiche, die ich eben erwähnt habe. Das heißt, ich kann also bis zu 6-7 Meter lange Dinge einfach durchladen. Genau, hier haben wir halt nochmal die Laderaumabtrennung, die jetzt hier leider ein bisschen drinnen liegt. Die wird in der Regel dort hinten reingepackt, dass man... wenn man Sachen hinten mit transportiert und man muss mal stark bremsen, dass die Sachen nicht bis nach vorne in den Fahrerfußraum durchschießen. Ne, dafür ist die dann gedacht, die wird hier so eingeklemmt in die Virtualschienen und man kann das dann verschieben. Gut, das heißt, man kann auch hier den Hund reinmachen zum Beispiel, dort hinten. Der wäre ein bisschen abgesperrt, ausgesperrt. Der Arme. Der Arme. So, die Rückfahrkamera haben wir schon gezeigt. Genau, wenn du dort mal kurz aufmachst, da sind wahrscheinlich 2x11 Kilo Gas drin. Sieht schon groß aus. Ne, einmal? Ne, zweimal. Zweimal. Gut, das kennt man ja auch. So, das Ganze muss man mit ein bisschen Druck zumachen, denn das ist entkoppelt. Hat jemand Eis gegessen? Ja. Gut, es war ja noch warm bis vor kurzem. Es war ja richtig. Das heißt, wenn ihr die testet, der kam ja jetzt wirklich hier von der Offroad-Strecke. Das heißt, ihr fahrt auch damit raus, guckt, klappert was und so weiter. Genau. Der war jetzt auf der Offroad-Strecke und dementsprechend ist er jetzt halt auch noch nass, weil er gestern Abend erst wiedergekommen ist, ist jetzt gerade einmal noch durch die Wäsche gegangen. Deswegen ist er noch nicht zu 100% aufgeräumt im Innenraum und außen dann die Felgen noch dreckig. Ja, aber es passt ja dazu, sage ich jetzt mal. Es ist ein Offroad-Fahrzeug, da darf es auch ruhig mal ein bisschen, da darf auch mal ein kleines Eispapier drin sein. Ja, das ist richtig. Na, cool. Ja, ich bin ganz begeistert. Wir werden Techendaten mal reinschreiben. Froli-System ist drin. Ich glaube, das ist wirklich toll. Du hast ja selber nicht gecampt, hast du mir gesagt, aber... Du bist auch noch nie eingepennt an einem schweren Tag oder so, dass du mal gesagt hast, komm, ich muss mal 2 Minuten weg. Ach, das ist noch nicht passiert. Gut, wir filmen heute am Donnerstag. Normal ist hier die Hölle los. Aber wir haben uns extra den Donnerstag ausgesucht, damit ein bisschen ruhiger ist. Ab morgen geht's wieder los. Morgen und Samstag sind immer gut besucht, die Tage. Im Moment muss ich schon sagen, du bist nicht zu beneiden im Moment. Das heißt also, es gibt einfachere Jobs, oder? Ach nee, würde ich jetzt nicht behaupten. Also es gibt anstrengendere Jobs.
Das ist so. Das heißt, ihr habt ja viel mit Leuten zu tun, ja, die alle im Regelfall gut drauf sind, oder? Die sind, ja, die kommen mit guter Laune hierher, weil sie wissen, ich bin jetzt im Reisemobilzentrum, ich suche mir jetzt mein neues Fahrzeug aus und die sind alle sehr gut drauf, die Leute. Aber wenn ich jetzt Stress habe mit dem Auto und bin jetzt weit weg, komme zum Beispiel aus München, da habt ihr jetzt keine Niederlassung, wie ist das denn dann? Das heißt, ich komme dann nochmal hierher oder habt ihr Partner? Also prinzipiell kann jeder Kunde, der ein Hümer-Fahrzeug fährt, zu jedem Hümer-Händler vor Ort fahren. Mhm. Er ist jetzt nicht zwingend dazu angehalten, zu uns zu kommen. Viele Kunden machen sich gerne den Weg bis zu uns, weil sie sich einfach hier gut aufgehoben fühlen, weil sie zufrieden sind, weil sie sich neue Sachen anschauen, wie zum Beispiel jetzt diesen Grand Canyon S 4x4 RSX. Wir haben immer mal wieder solche Modelle hier stehen und ja. So, bitte nicht einschlafen, Patricia. So, ich zeig's nochmal von der schönen Seite. Machen wir die Abmoderation. Da vorne ist übrigens, dass wir mal einen ganz kurzen Rundgang sehen, das ist euer Gebäude. Das heißt, ihr habt viele Fahrzeuge innen, ihr habt auch viele draußen. Trotz der Krise habt ihr noch relativ viele Lagerfahrzeuge da. Hümer ist ein bisschen ausgedünnt, oder? Hümer ist weitestgehend ausverkauft. Wir erwarten zum Ende des Jahres, Dezember, Januar, Anfang nächsten Jahres, wieder unsere neuen bestellten Lagerfahrzeuge. So, wenn den jetzt einer sieht, rund 200.000 Euro, Preis ist natürlich Verhandlungssache, nach Angebot, so ist es, wäre der noch zu kriegen? Der steht noch zum Verkauf, ist aktuell noch nicht inseriert, wird, denke ich, in den nächsten Tagen, Wochen irgendwann online gehen. Das wäre dann ein Vorführer quasi? Genau, der hat jetzt auch schon ein paar Kilometer gelaufen, weil es halt ein Vorführfahrzeug war. Aber kein experimentelles, sondern ich sag mal, das wird dann am Schluss perfektioniert. Also das, was er eben gesehen hat, die eine oder andere Leitung, wo die Abdeckung runter war, genau, und so, das wird alles perfekt gemacht. Alles wieder perfekt gemacht, in einen Neuzustand versetzt. Ja, ich habe keine Fragen mehr. Erstmal vielen Dank. Jennifer Jentsch, mittlerweile Profi vor der Kamera, so ist es denn. Automobilkauffrau nehme ich an. Automobilkauffrau, genau. Genau, Automobilkauffrau. Und jetzt im Bereich Wohnmobil unterwegs für Palmowski. Wir drehen heute für Palmowski, haben kein Geld bekommen für den Dreh, auch keine Anreize. Im Gegenteil, wir durften umsonst heute Nacht auf dem Gelände stehen, haben das Hotel auch selber bezahlt. Also das war ganz wichtig, es gab dafür kein Geld. Ich finde das toll, wie du das machst. Also gerade als Mädel, also dass man da reinspringt. Aber das Thema Autos, das war nicht so, dass du mit 3 Jahren statt Puppenautos hattest? Ich hatte Puppen gehabt, Tatsache. Klar habe ich meinem Bruder auch ab und zu mal die Autos geklaut, aber es waren vorzugsweise die Puppen. Jennifer Jentsch und der Name von dem Produkt? Das ist der Hümer Grand Canyon S 4x4 RSX. Grand Canyon S 4x4 RSX, Modellvariante 2021, denn er kommt ja jetzt erst demnächst und bei euch rein. Ein ganz neues Produkt, was noch nicht im Internet steht. Genau. Dankeschön. Tschüss. Gerne. Und tschüss. Vielen Dank, Patricia. Danke, Sven.